Hochschulsport. Wir sind Anna und Josi und wir grüßen euch hier aus den leeren Hallen. Aktuell finden ja leider keine Kurse statt und wir wollen euch trotzdem auch zu Hause fit halten. Auch wir halten natürlich eine gewisse soziale Distanz zueinander und das könnt auch ihr zu Hause machen. Rollt die Matte einfach im Wohnzimmer aus oder auch ohne Matte euer Workout für euch allein zu Hause. Viel Spaß! Hallo ihr Lieben, heute könnt ihr mit uns hier online eure Yogastunde machen. Komm dazu erstmal auf deine Matte, setz dich ganz gemütlich hier in deinen Sitz, aufrecht und gerade deine Wirbelsäule. Roll die Schultern nochmal nach hinten unten ab. Richte deinen Nacken auf, das Kinn ein kleines bisschen Richtung Brust. Dann schließ deine Augen. Lass dir Zeit, erstmal hier auf deiner Matte anzukommen. Spür, wie du fest auf deiner Matte sitzt, wie sich deine Wirbelsäule von unten nach oben aufrichten kann. Spür, wie alle deine Gesichtszüge langsam loslassen können. Dein Gesicht glatt und entspannt wird. Nimmst du wahr, wie dein Atem fließt, ein und aus. Und du brauchst noch gar nichts zu verändern, alles ist genauso gut. Dein Gesicht glatt, dein Kiefer locker. Dann bringst du deine Aufmerksamkeit hierher, zu dir auf die Matte. Lass alle Gedanken, die dich noch beschäftigen wollen, einfach da stehen, wo sie jetzt gerade sind. Und komm hierher, hier und jetzt. Langsam löst du deine Hände, leg eine Hand auf deine Brust und eine Hand auf deinen Bauch. Spür, wie dein Atem tief und ruhig einfließt, unter deinen Händen durch, ganz lang wieder aus. Nimm noch einen ganz tiefen, ruhigen Atemzug. Danach lässt du die Hände auf deine Beine zurücksinken. Spür, wie dein Nacken lang und aufrecht ist. Fang ganz langsam an, deinen Kopf nach rechts zu drehen. Zur Mitte zurück. Nach links. Und wieder zur Mitte, nochmal rechts, Mitte und links, Mitte. Lass dein rechtes Ohr zur rechten Schulter sinken. Schieb die linke Schulter ganz tief Richtung Boden und dann wechsel linkes Ohr zur linken Schulter, rechte Schulter schieb tief. Wieder zur Mitte zurück, lässt du jetzt das Kinn auf die Brust sinken.
den Kopf schwer nach vorne sinken. Auch hier kannst du dein Kinn nochmal von der rechten zur linken Schulter hin und her bewegen. Komm wieder zur Mitte zurück. Lass den Kopf tief, öffne vorsichtig wieder deine Augen. Schau zu deinen Händen, verschränk deine Finger ineinander. Mit der Einatmung zieh deine Hände Richtung Kinn nach oben. Ausatmen, runde Rücken, schieb die Schulterblätter auseinander. Streck dich nach oben, atme ein. Und aus, über die Seite die Arme lösen. Nochmal, atme ein. Und atme aus, ein nach oben und aus über die Seite. Streck die Arme bis in die Fingerspitzen. Über die Seite atmest du ein, hoch und aus wieder zur Seite. Einatmen, hoch, Twist nach rechts, atme aus. Einatmest du wieder hoch und aus. Twist nach links. Einatme hoch, aus, neig dich in die rechte Seite, zieh links ganz lang. Einatmen, komm wieder nach oben und ausatmen tief. Einatmen nach oben, aus, bring die Arme nach vorne in dein Vierfüßlerstand, richte dich auf deiner Matte aus. Hände unter den Schultern, Knie unter deiner Hüfte. Und zur Katze schiebst du ausatmend deinen Rücken rund nach oben raus. Ein, finde Länge in der Wirbelsäule und im Nacken. Ausatmen, rund. Ein, Länge. Einmal mehr, rund, aus. Und ein, sinke in die Kuh, in ein kleines, gefühltes Hohlkreuz. Danach schieb dich auf die Fersen, atme aus. Leg den Kopf kurz ab, schließ gerne die Augen. Atme ruhig. Öffne deine Knie so weit, dass deine Brust viel Platz hat, dein Bauch genug Platz hat. Und dann hebst du deinen Kopf schon wieder sanft von der Matte hoch, tauchst mit deinem Brustbein durch die Arme nach vorne in deine erste kleine Kobra, leg die Hüfte ab, roll die Schultern zurück, öffne deine Brust sanft und drück dich über die Knie schon wieder auf die Fersen zurück. Dein Tempo, einatmen, Kobra. Ausatmend schiebst du dich wieder auf die Fersen zurück. Nochmal, Kobra, atme ein. Ausatmen auf deine Fersen und bleib kurz hier. Schieb dich nochmal weit zurück, lass die Arme lang. Atme ruhig. Einatmend findest du in deinen Vierfüßlerstand nach oben, aus in dein kleines Brett, Hüfte gestreckt, Bauch ist fest, Schultern von den Ohren weg. Stell die Zehen hinten um und drück dich in das große Brett hoch. Halte kurz in einer Linie, aktive Mitte, Bandhas gesetzt. Ein, setz die Knie wieder zurück und aus auf deine Fersen. Einatmen, komm wieder in den Vierfüßler, aus in dein kleines Brett. Ein, stell die Zehen um und drück dich hoch in dein großes Brett. Einatmen, heb kurz den rechten Fuß. Aus, stell wieder ab. Ein, linker Fuß. Und aus, stell wieder ab. Knie zur Matte ein, auf die Fersen aus. Einmal mehr kommst du einatmend in den Vierfüßler, aus in dein kleines Brett. Ein, stell die Zehen um, großes Brett, halt die Mitte aktiv. Ein, heb den rechten Fuß,
aus, Knie zum Ellbogen nach vorne ziehen. Wieder zurückschieben, den Fuß abstellen, aus. Linker Fuß hebt ein, Knie zum Ellbogen, aus. Ein, immer noch ist die Hüfte fest und aus, stell den Fuß ab. Knie wieder zur Matte ein, auf die Fersen, leg den Kopf kurz ab. Mit deiner nächsten Einatmung komm in den Vierfüßlerstand hoch. Stell die Zehen hinten um und ausatmen. Dein erster kleiner herabschauender Hund. Lass den Kopf, den Nacken lang, lass die Knie gebeugt, Fersen in der Luft. Mit der Einatmung bring deine Knie bis kurz vor die Matte wieder zurück. Ausatmen, schieb dich hoch. Nochmal einatmen, Knie tief, ausatmen, hoch. Letztes Mal Knie Richtung Matte tief und aus. Schieb dein Steißbein hoch und finde dich hier in deinen herabschauenden Hund. Füße hüftbreit, Hände flach. Atme ruhig, lass den Rücken lang und dein Steißbein nach oben Richtung Decke ziehen. Von hier löst die Fersen höher, beugt die Knie mehr, um die Spannung aus der Rückseite zu nehmen und lauf zwischen deine Hände vor. Zieh in deinen langen, gestreckten Rücken, stütz dich gern auf den Schienbeinen ab, wenn du möchtest. Und ausatmen, nimm die Länge mit in die Vorbeuge und tauch ab, lass den Kopf los und lass dir auch hier kurz Zeit, atme weiter. Du kannst auch hier die Knie beugen, um die Spannung in der Rückseite ein bisschen weniger werden zu lassen. Hier bringst du Druck in deine Füße, verwurzel dich fest, lass die Knie weich. Dein langer Rücken zieht dich in den gestreckten Berg nach oben, richte dich auf. Ausatmen, löst die Arme über die Seite. Steißbein unter die Wirbelsäule, Brustbein stolz, Nacken lang. Deine Schultern sinken tief. Steh fest verwurzelt hier. Und mit deiner nächsten Einatmung heb die Arme über die Seite hoch. Ausatmen, tauch in deine Vorbeuge mit langem Rücken ab. Lass den Kopf, die Schultern los. Einatmen, zieh in den langen Rücken. Ausatmen, bring die Hände neben deine Füße, rechts, links, wander in dein Brett. Sammel Kraft in der Mitte, atme ruhig. Einatmen, Vierfüßler. Ausatmen, Katze, runder Rücken. Ein kleines gefühltes Hohlkreuz. Ausatmen, herabschauender Hund. Schieb dich hoch. Atmen, Ruhe weiter. Füße zeigen geradeaus, Knie geradeaus. Blick Richtung Füße. Mit deiner Einatmung löst die Fersen wieder hoch, beugt die Knie aus, lauf zwischen deine Hände vor. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, tauch in die Vorbeuge tief. Einatmen, komm in deinen gestreckten Berg wieder über die Seite nach oben. Aus, steh fest und sicher in deiner Bergposition. Einatmen, gestreckter Berg. Ausatmen, Vorbeuge, tauche ab. Einatmen, langer Rücken. Ausatmen, links, rechts in dein Brett. Saug den Bauchnabel ein, Beckenboden ist fest. Einatmen, Vierfüßler. Aus, runde Rücken, Katze. Ein, locker lassen, stell Zehen um. Und ausatmen, herabschauender Hund.
Atme durch. Beweg gern deine Gelenke nochmal, die Füße, Knie, Hüfte oder Schultern. Alles, was du noch bewegen möchtest, um hier gut in deine Position zu finden. Einatmend löst du schon wieder deine Fersen, beug die Knie aus, lauf zwischen deine Hände vor. Langer Rücken, atme ein, tauch tief ab, atme aus. Einatmen, gestreckter Berg, findest du wieder nach oben. Ausatmen, nimm das Steißbein mit tief. Einatmen, streck dich und wachse. Ausatmen, tauch wieder in die Vorbeuge ab. Ein in den langen Rücken, lass den Nacken lang, blick zum Boden. Aus in dein Brett, wander zurück. Einatmen, diesmal in dein kleines Brett, lass die Hüfte gestreckt. Aus, sinke die Ellbogen dicht am Körper in Chaturanga tief. Einatmen, leg jetzt erst ab und öffne deine Brust in deine kleine Kobra. Ausatmen, herabschauender Hund, schieb dich über die Knie oder gleich nach oben raus. Atme durch, lass deinen Kopf los, lass dein Gesicht los, dein Atem fließt. Mit deiner nächsten Einatmung löst die Fersen, beug die Knie, komm nach vorne zwischen deine Hände. Einatmen in den langen Rücken, zieh die Wirbelsäule lang und aus, tauch tief ab. Einatmen, gestreckter Berg, aus, setz dich in deinen kleinen Blitz. Hol die Arme gern vor die Brust oder die Hände neben deine Hüfte. Deine Position, so dass deine Schultern tief und hinten bleiben können. Bauchnabel einsammeln, Beckenboden fest, Rippenbögen schließen. Atem fließt und mit der nächsten Ausatmung sink noch ein kleines bisschen tiefer in deine Position. Immer noch denk dran, Gewicht Richtung Fersen, Zehen lang und locker. Einatmen, streck dich wieder zur Decke nach oben, wachse. Ausatmen, Vorbeuge, tauche wieder ab. Lange Rücken, atme ein in dein Brett, lass dir Zeit, atme aus. Großes oder kleines Brett atmest du ein. Stabhaltung bis kurz vor die Matte aus. Eine Linie, Cobra, atme ein. Leg die Hüfte ab, roll die Schultern zurück. Herabschauender Hund, schieb dich wieder nach oben weit raus. Finde mehr Länge in deiner Wirbelsäule. Wenn dir das schwer fällt, beug gern die Knie. Oder dass du die Spannung hinten löst und mehr Länge in Armen und Wirbelsäule finden kannst. Von hier löst du deinen rechten Fuß von der Matte und schiebst die linke Ferse noch ein kleines bisschen tiefer. Dann bringst du deinen rechten Fuß zwischen deine Hände nach vorne in die Sprinterposition. Nase über deinem großen Zeh, schieb die Hüfte tief. Atem fließt und falls du hast, nimm dir gerne deine Blöcke dazu oder irgendwas anderes, was du nutzen kannst, um dir in der Brustwirbelsäule ganz viel Platz zu schaffen. Einatmest du hier, zieh nochmal die Wirbelsäule lang aus, wander schon wieder in deinen herabschauenden Hund zurück. Löst du deinen linken Fuß, schieb die rechte Ferse tief und mit deiner nächsten Einatmung bring den Fuß nach vorne durch.
Hüfte sinkt, Nase über deinem großen Zeh. Nimm dir gern die Blöcke, schaff dir wieder Länge in der Wirbelsäule. Schieb deine Ferse hinten weit von dir weg und vorne das Gewicht von den Zehen auf die Fersen bringen. Deine Hüfte schiebt und sinkt tief. Einatmest du nochmal hier und aus, wander wieder mit beiden Füßen in deinen herabschauenden Hund zurück. Atme durch, ein und aus. Dann löst du auch hier schon wieder deine Fersen, beug die Knie ein, lauf nach vorne, atme wieder aus. Langer Rücken, atme ein, tauch tief nach unten ab, aus. Gestreckter Berg, komm nach oben, atme ein, Blitz, atme aus. Such dir wieder deine Armposition hier, Schultern tief, Kraft in die Mitte. Atme ein, hier und aus, sink noch ein kleines bisschen tiefer, um dann einatmend dich wieder nach oben zu strecken, aus in die Vorbeuge abzutauchen. Langer Rücken, atme ein in dein Brett, atme wieder aus. Großes oder kleines Brett, atme ein, Stabhaltung, atme aus, Ellbogen eng, Cobra. Leg jetzt die Hüfte ab und öffne, herabschauender Hund auf deinem Weg wieder nach oben. Schieb dein Steißbein hoch, dein rechter Fuß löst, atme ein, setz ihn zwischen deine Hände durch, aus. Hüfte gestreckt, Wirbelsäule lang, löst mal nur die Finger von der Matte zur Seite. Atem fließt. Und mit deiner nächsten Einatmung komm in deinen Krieger 1 nach oben, richte dich auf. Dreh die Daumen nach hinten, öffne dein Brustbein und versuch deine Hüfte parallel zueinander zu bringen. Du kannst jederzeit deine Hände rechts und links auf die Hüfte legen und Hände, Ellbogen, Schultern parallel zueinander ausrichten. Und egal, wo deine Arme sind, mit der nächsten Einatmung streck die Arme über deinen Kopf lang nach oben, ausatmen, geh wieder bis in deinen herabschauenden Hund zurück. Dein linker Fuß löst, atme ein, setz ihn nach vorne durch, atme aus, Sprinter, richte dich wieder aus, Hüfte tief. Dann löst nur die Arme in die Seite. Balanciere dich aus und mit der nächsten Einatmung komm nach oben, Krieger 1, öffne dein Herz. Richte dich wieder parallel zueinander aus. Hüfte, Schultern, Nacken ist lang. Ein hinteres Bein gestreckt, der Druck vorne auf der Ferse. Einatmen, streckst du dich wieder lang nach oben, ausatmen, tauche wieder tief bis in deinen herabschauenden Hund. Ein Atem fließt, einatmen, löst die Fersen, beugt die Knie aus, komm wieder leise zwischen deine Hände. Langer Rücken, atme ein, tauch tief ab, atme aus. Einatmen, gestreckter Berg, einmal mehr in dein Blitz, atme aus. Sammel die Mitte wieder ein, Schultern tief, hier atmest du ein, aus, ein kleines bisschen tiefer. Ein, streck dich wieder nach oben, aus, Vorbeuge, tauche ab. Langer Rücken, atme ein, in dein Brett zurück, Kraft im Bauch sammeln, aus. Ein, hier aus, tauch tief ab in deine Stabhaltung, Cobra öffne. Herabschauender Hund, schiebt dein Steißbein hoch. Rechter Fuß oder Bein löst, atme ein, durchsetzen, aus.
Krieger 1, Hüfte parallel, komm hoch und richte dich wieder aus. Atme weiter. Einatmen, Arme über Kopf, ausdreh den hinteren Fuß quer zum Mattenrand, öffne Krieger 2. Arme auf Schulterhöhe, Druck wieder auf die Ferse vorne, Steißbein tief. Sinke hier in deine Rückbeuge zum hinteren Bein, atme ein und aus, geh zum Boden zurück, über die Stabhaltung oder gleich in deinen herabschauenden Hund. Wähle deinen Weg, atme weiter. Dann löst du deinen linken Fuß, atme ein, durchsetzen, atme wieder aus. Krieger 1, lass dir Zeit und richte dich hier aus, Hüfte wieder parallel. Und mit deiner nächsten Einatmung streck dich hoch, aus, Krieger 2, öffne die Hüfte, dreh den hinteren Fuß quer zum Mattenrand. Schultern tief, stellst du dir wieder vor, vorne zieht jemand an deinem Knie und hinten an deiner Hand. Bleib stolz. Rückbeuge, sink zum langen Bein zurück und ausatmend bring die Hände wieder zum vorderen Fuß und geh auf deinem Weg bis in den herabschauenden Hund zurück. Atme durch, ein und aus, spür die Länge in deiner Rückseite, spür die Länge in deinen Armen und bring ganz bewusst nochmal die Schultern weit von den Ohren weg. Hier löst du einatmend schon wieder deine Fersen, beug die Knie, aus, komm zwischen deine Hände. Langer Rücken, atme ein, tauch ab, atme aus. Gestreckter Berg, komm hoch, atme ein, Achtung, Krieger 3. Dein rechter Fuß setzt zurück, deine Arme kommen auf Schulterhöhe nach vorne. Halte die Kraft in der Mitte, heb den Fuß hinten von der Matte ab. Und wenn du merkst, das reicht, konzentrier dich auf die Mitte und halte. Oder sinke weiter die Ferse nach oben, dein Brustbein ein Stückchen tiefer in den Krieger 3. Zieh die Fußspitze ran und dreh sie nach innen, sodass deine Hüfte möglichst parallel bleibt. Finde deine Variante hier auch mit den Armen in deinem Krieger 3, sodass du lang eine Linie vom Scheitel bis zur Ferse halten kannst. Atem fließt ein und aus. Mit deiner nächsten Einatmung komm wieder in den gestreckten Berg nach oben, mach dich lang. Ausatmen, senk die Arme wieder ab. Linke Seite, setz den linken Fuß zurück. Arme auf Schulterhöhe, sammel die Kraft in der Mitte und heb dann den Fuß hinten ab. Finde deine Position, Bauchnabel nach innen oben, Rippenbögen zueinander ziehen, Fußspitze hinten aktiv halten und wieder eine Linie, Scheitel bis zur Ferse, dein Krieger 3. Halte und finde deine Balance hier. Kommst du wieder in den gestreckten Berg hoch. Ausatmen, sinke schon wieder in deine Vorbeuge tief. Halte hier oder fass nochmal um deine Beine und bleib in deiner Vorbeuge. Genieß die Position hier. Lass den Kopf los, lass deinen Nacken los. Nutze deine Atmung mit jedem Ausatmen, dich noch ein kleines bisschen tiefer sinken zu lassen.
der nächsten Einatmung zieh nochmal in den langen Rücken, zieh die Wirbelsäule lang, aus, sinke wieder tief, beug die Knie, kreuz deine Füße und setz dich hinter deinen Füßen ab. Bring deine Fußflächen vor dir zusammen, lass deine Knie nach außen kippen. Unterstütz dich, wenn du möchtest, auch hier wieder gerne mit deinen Blöcken oder irgendwelchen Kissen unter deinen Oberschenkeln. Wenn dir die Aufrichtung schwerfällt, machst du das wie Josie und setzt dich auf die Kante deiner Matte, richtest die Hüfte auf, sodass du jetzt eine ganz lange, gerade Wirbelsäule findest. Dein Nacken ist lang, deine Knie sinken einfach so weit sie können nach außen. Löst dann deine Arme in die Seite, streck die Arme über den Kopf nach oben, atme ein und twist zur rechten Seite, dreh dich auf, leg deine rechte Hand zurück, deine linke auf den rechten Oberschenkel und versuch dich auch hier in die Länge zu bringen. Aufrichtung in der Wirbelsäule, Drehung im Nacken, nur so weit du kannst. Dein Atem fließt ein in die Länge und aus in die Drehung. Mit deiner nächsten Einatmung streckst du die Arme wieder über Kopf und drehst dich nach vorne. Ausatmen, dreh in die linke Seite. Leg die Hand wieder an deinem Oberschenkel ab, die andere Hand zurück. Dreh deinen Kopf, wenn du möchtest, mit zurück, aber nur so weit, dir im Nacken angenehm ist und du in deine Halswirbelsäule drehen kannst. Einatmest du immer wieder in die Länge, aus in die Drehung zurück. Zur Mitte nach oben, aus, senk die Arme zu deinen Füßen ab, fass an deinen Füßen, bring dich noch einmal mehr in die Länge nach oben, nutze gern den Zug zwischen deinen Händen und Füßen, um deine Wirbelsäule dagegen lang aufzurichten und die Schultern nach hinten unten zu bringen. Wenn du möchtest, leg deine Unterarme auf den Oberschenkeln ab und bring ein kleines bisschen mehr Druck hier auf deine Oberschenkel, wenn du mehr Öffnung in der Hüfte möchtest. Wenn es reicht, lass das einfach weg. Einatmend löst du langsam die Position wieder auf und streckst deine Beine nacheinander lang nach vorne aus. Zieh deine Fußspitzen zu dir ran, richte dich wieder ganz lang nach oben auf. Finde Länge in deiner Wirbelsäule, lass deine Krone Richtung Decke wachsen. Deinen Kopf beugst du ein kleines bisschen mit der Ausatmung in der Hüfte nach vorne, aber versuch mal noch genau diese Länge zu halten. Länge vom Scheitel bis zum Steißbein. Du kannst deine Hände jetzt neben deine Knie zur Matte setzen, dich hier abstützen und nochmal einatmen in die Länge. Aus kannst du in eine Vorbeuge sinken, so lang wie möglich bleiben. Vielleicht hilft es dir, wenn die Finger Richtung Füße nach vorne krabbeln. Vielleicht kommst du an deine Füße ran. Vielleicht legst du die Blöcke unter deine Hände. Alles das, was dir hilft, um in deine Position hier zu finden. Einatmen, Länge. Aus, loslassen und in deine Vorbeuge sinken. Immer wieder loslassen mit der Ausatmung und auch dein Gesicht loslassen.
Genieß die Dehnung. Genieß den Zug in all deinen Muskeln. Ganz langsam fängst du an, dich wieder nach oben aufzurichten. Du wieder lang in Dandasana, in deinem Stocksitz oben ankommst. Setz jetzt deine Hände hinter deinen Rücken zurück. Die Finger können zu dir oder nach außen zeigen. Du kannst deine Füße aufstellen, wenn du es ein bisschen leichter möchtest. Oder die Zehenspitzen strecken und dann die Hüfte in dein umgekehrtes Brett. Nach oben strecken, weit nach oben raus. Schau nach oben, lass den Mund geschlossen. Und nochmal einatmen, ein bisschen höher schieben. Und aus, sinke langsam wieder zurück. Stell deine Füße auf. Rutsch mit dem Gesäß zu deinen Füßen nach vorne ran. Fass um deine Beine, mach dich klein und rund. Dann lässt du den Schwerpunkt nach hinten sinken, rollst dich auf den Rücken zurück, ab. Halt die Knie an der Brust und schaukel gerne mal von rechts nach links mit den Knien hin und her. Oder kreise mit den Knien vor der Brust. Schau, dass dein Kopf bequem liegt. Dann stellst du die Füße zur Matte, zum Boden, dich zum Gesäß ab. Und streckst dann nacheinander deine Beine lang von dir weg aus. Lass die Fußspitzen nach außen kippen. Leg deine Arme neben dir ab. Die Schultern von den Ohren weg nach unten. Und mach es dir jetzt ganz bequem in deiner Entspannung. Kontrolliere nochmal, ob du wirklich bequem liegst. Ob du noch irgendwas verändern möchtest. Schließ gerne deine Augen. Lass deinen Atem fließen. Deine Muskeln dürfen jetzt wieder loslassen. Viel Spannung in deinem Körper gehalten. All die Spannung darf jetzt wieder aus deinem Körper weichen. Lass deinen Atem frei. Völlig entspannt. Deine Arme bis in die Fingerspitzen. Schwer, ruhig und völlig entspannt. Schulter. Nacken. Schwer.
völlig entspannt. Kopf, dein Gesicht, schwer, ruhig und völlig entspannt. Dein Atem fließt ein und aus. Deiner Matte, bei deinem Körper, bei deiner Atmung. Liegst hier ruhig und völlig entspannt. Spürst deinen ruhigen Körper. Spürst deine Atmung. Spürst dein glattes Gesicht. Dein Atem wieder ein bisschen tiefer bis in deinen Bauch ein- und ausfließen. Bringst du wieder ein bisschen Bewegung in deine Zehenspitzen, in deine Füße, deine Finger, deine Hände, deinen Kopf. Wenn du magst, streck und reck dich ganz lang. Stell dann ganz langsam deine Füße wieder nacheinander auf. Lass dir Zeit, deine Gedanken wieder hierher zurückfinden zu lassen. Dann fängst du an, dich wieder ein bisschen zu bewegen. Alles, was dir gut tut und alles, was du jetzt bewegen möchtest, mach das. Irgendwann, wenn du dich wieder mehr bewegen kannst, findest du in deinen aufrechten, geraden Sitz nach oben zurück. Lass dein Gesicht noch entspannt, deine Augen geschlossen, richte die Wirbelsäule wieder ganz lang aus, hol deine Hände vor dein Herz, atme ruhig. Dann legst du ein kleines Lächeln auf dein Gesicht, öffnest langsam deine Augen wieder. Streck dich lang nach oben aus, atme ein und hol deine Hände vor dein Herz zurück, atme aus. Behalt das Lächeln bei dir. Wir wünschen dir noch einen ganz schönen Tag. Danke, dass du mit uns Yoga gemacht hast und bis zum nächsten Mal. Namaste.